In New Day. Was war das? Es ist mir einfach im Kopf aufgeploppt. Wie eine Art Vision. Wie bin ich überhaupt hierher zurückgekommen? Warum habe ich immer noch diesen Pin? Was zum Henker geht hier vor, Mann? Beat, was machst du hier? Vergiss mich, yo. Was macht Ryan nicht hier? Vor einer Minute war sie noch bei mir, jetzt ist sie weg. Ich muss sie finden! Ich darf nichts pass... Ihr darf nichts passieren! Und es geht wieder los. Willkommen im Spiel der Reaper, Expertenmodus. Was soll das denn? Verschwinde aus Shibuya, du hast 24 Stunden Zeit. Wenn du versagst, wirst du ausgelöscht, die Reaper. Yo! Hey, 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 hey! Unglaublich, Jungs. Eure Gesichter sind unbezahlbar. Na kommt, ich bin's, Coco. Wisst ihr noch? Die süße kleine Reaper. Wer? Sagt mir gar nichts. Ach kommt, Leute. Ihr habt mich doch nicht ernsthaft vergessen. Unverschämtheit nach allem, was ich für euch getan habe. Im Ernst, yo? Ich habe keine Ahnung, was du für uns getan hast. Aber ich weiß, was du jetzt für uns tun kannst. Sag uns, was hier abgeht. Langsam, Jungs. Eine Sekunde Pause, ja? Können wir erstmal über das Spiel der Reaper reden? Das ist verrückt. Warum überrascht dich das? Weil mir keiner was davon gesagt hat, zum Beispiel. Aber du bist doch ein Reaper. Komisch, nicht? Das ist echt verdächtig. Ich dachte, Shibuya wäre endlich wieder normal, aber nichts war's. Dafür sind wir jetzt Experten? Dann seid ihr zwei ja sozusagen das perfekte Paar. Habt ihr was dagegen, wenn ich mitkomme und ein Trio daraus mache? Und ob ich was dagegen habe? Was? Würdest du wirklich ein armes, hilfloses, kleines Mädchen wie mich alleine lassen? Können Reaper etwa nicht auf sich aufpassen? Vielleicht, wenn wir wissen, was los ist, aber ich habe gerade gar keine Ahnung. Komm schon, Neku. Beat. Bitte, bitte. Ich weiß nicht, ob ich mich wohlfühle, mit einem Reaper herumzulaufen. Aber anscheinend ist sie genauso verwirrt wie wir. Außerdem haben wir sonst keine Spur. Ich kann erstmal mitkommen. Sie kann erstmal mitkommen. Aber ich behalte sie lieber im Auge. Na gut. Yay! Ich fühle mich schon zillionenmal sicherer, wenn wir zusammen sind. Dies. Na gut, dann machen wir das, Kopfhörer. Ja, wir machen ein neuer Tag. Expertenmodus, ein neuer Tag 1. Beschaffe den Bericht für ein weiterer Tag. Eliminiere das Boss-Symbol Nummern 102 und 103 auf schwierig oder darüber nach Kapitelabschluss. Dann ein neuer Tag 2. Dissonanz. Von beunruhigenden Folgendes ausführen. Beschaffe den ersten Bericht für einen neuen Tag. Ah, okay. Den Bericht brauche ich, um den Bericht zu kriegen. Okay. Ein neuer Tag. Beschaffe den ersten Bericht für einen neuen Tag. Also davon und Boss-Symbol 104 besiegen. Und ein neuer Tag 3, kein Anfang und kein Ende. Beschaffe den zweiten Bericht für ein neuer Tag und Boss-Symbol 105. Ich zeige dem Spielverlauf quasi, wo ihr die Boss-Symbole findet und ab wann. Und werde die Route jetzt mal durchgehen.
Neko kommt noch einmal an der Shibuya-Kreuzung in Shibuya zu sich und erlebt den Beginn eines neuen Tages. Von beunruhigenden Visionen verfolgt, geht Neko durch ein verworrenes Shibuya und hat Mühe, Antworten zu finden. In der Hoffnung, diesmal den Expertenmodus des Spiels der Reaper abzuschließen, eilen Neko und Beat zu Hanekomas Café. Den Controller haben wir den besten Partner. Für die Touchbefehl wäre Joshua der beste Partner, aber hey! Aber hey! Und hier sind wir wieder, an der Shibuya-Kreuzung, an einem neuen Tag. What now? Was zum Geier machen wir wieder im Underground, Mann? Wenn ich das wüsste. Komm schon, yo, gehen wir rüber zum 10-4. Na schön. Bam, 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 badam. Hier ist eine Mauer, da kommen wir nicht durch. Na, Hachiko. Er redet nicht mit uns. Der auch nicht? Ja. Gut, 10-4. Ja. Nein! Egal, das ist das Bossmuster für das erste Kapitel. Sowieso alle Kacke zur Zeit. So. What now? Wow. Aber meine Switch ist sehr lange am Laden. Neun Gigabyte, was hast du denn abgeloadet? Moment mal, Kopfhörer, sind wir da falsch abgebogen oder was? Ich habe keinen Orientierungssinn, aber ich bin sicher, dass wir hier nicht hätten landen sollen. Er hat recht. Ich kenne die Gegend wie meine Hosentasche. Das ist komisch. Wie könnt ihr euch in Shibuya verirren? Seid ihr zwei nicht Experten? Dieses ganze Ding ist total seltsam. Genau wie die Mission heute. Das stimmt! Wir haben die ganze Zeit Shibuya gespielt und jetzt sollen wir raus? Wird man nicht disquantifiziert oder so, wenn man das Spielfeld verlässt? Das klingt wie der direkte Weg nach Game Over, yo. Ich weiß auch nicht mehr als ihr, aber eine Mission ist immer noch eine Mission, oder? Wäre es da nicht besser, wenn wir sie einfach abschließen und sehen, was passiert? Aber wenn das eine Falle ist, yo, vielleicht sollen wir sie ja gar nicht abschließen. Ah, oh, guter Hinweis, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Siehst du, das ganze Auslöschungsdings könnte nur Bluff sein. Auf so einen lahmarschigen Reaper-Trick fall ich nicht rein. Ja, genau, zeig's ihnen, Beat. Wenn wir hier rumstehen, kommen wir jedenfalls gar nicht weiter. Gehen wir. What's up, man? Yo, Kopfhörer, kommt dir nicht irgendwas komisch vor? Er hat recht, das ist nicht das Shibuya, das ich kenne. Es muss irgendwas mit diesem neuen Spiel zu tun haben. In welche Richtung sind wir überhaupt gegangen, Mann? Ist das wack? Ist das wack, yo? Oh Gott. Weißt du was? Wir gehen einfach weiter, Kopfhörer. Ja. Shibuya-Kreuzung? Hey, das ist doch 10-4. Ja. Okay. Hachiko-Statue. Okay. Hey, Mann. Vielleicht ist das eine Vorahnung. Aber ich glaube, hier stimmt was überhaupt nicht. Schon komisch. Ich habe genau dasselbe gedacht. Siehst du, wir sind halt doch im Expertenmodus. So langsam glaube ich, dass wir die Mission abblasen sollten, ja? Bist du echt sicher, dass das eine gute Idee ist? Weil meine Reaper-Sinne sagen mir, dass dieses Spiel total echt ist. Und außerdem könnt ihr doch immer noch eure Psykes nutzen, oder? Das beweist doch, dass wir nicht im Reground sind.
Ja, kann sein. Aber das muss natürlich auch nicht heißen, dass wir im Underground sind. Wir wissen immer noch nicht, ob diese Mission echt ist oder nicht. Aber ihr erinnert euch noch, was in der Nachricht stand, oder? Wenn du versagst, wirst du ausgelöscht. Dann haben wir also keine Wahl, hm? Was war das für eine Vision, die ich da hatte? Ich kenne Shibuya in- und auswendig, aber diese Gebäude erkenne ich nicht wieder. Jetzt sag nicht, dass mir schon wieder jemand die Erinnerung weggenommen hat. Yo, Kopfhörer, kommt dir jetzt nicht irgendwas komisch vor? Yo, alles. Okay. Bin ich denn jetzt hier? Ah, da sind diese Boss Reaper Noise. Boss Reaper? Boss Reaper. Von diesem Boss Noise. Ihr wollt durch diese Mauer? Dann besiegt diese Noise für mich. Okay, die haben sich gesplittet. Easy. Wo ist der Lead? Ziel erfüllt. Mauer geöffnet. Es ist schon wieder passiert. Schon wieder eine Vision. Schon wieder was? Wer war das? Wer war was? Kenn ich sie irgendwoher? Hey, lass mich nicht hängen, yo! Sorry, ich hatte nur eine Art Vision. OMG! Halluzinationen oder so? Sekunde mal. Beat, erinnerst du dich an das Stofftier? Welches? Schickes Schweinchen. Schweinchen wie Grunz Grunz? Nein, Mr. Miau. Das ist aber ein komischer Name für ein Schweinchen. Ach, du meinst das Dings, das wie eine Katze aussieht? Genau das. Ich erklär's dir später. Aber ich habe das Gefühl, dass Shiki auch wieder mitspielt. Es geht also diesmal nicht nur um dich und mich? Moment, heißt das vielleicht, dass Rhyme auch mitspielt? Und wenn wir beide Partner sind, bleiben die beiden ganz allein. Die könnten fetten Ärger haben, Kopfhörer. Wir müssen sie finden. Jetzt wo du es sagst? Also ich habe noch keine anderen Spieler hier gesehen. Super komisch, oder? Yo, Rhyme, wo steckst du? Rhyme! Ich frage mich, ob Shiki da auch mit reingezogen wurde. Kopfhörer, willst du mir jetzt oder hilfst du mir jetzt oder nicht? Ja, sorry. Gehen wir weiter. Wow, das ist glaube ich die einzige Straße, die richtig miteinander verbunden ist. Parkunterführung. Popstar. Okay. What's up, man? Diese Straßen machen keinen Sinn. Wie sollen wir hier wieder rauskommen, wenn wir keinen Plan haben, wo es lang geht?
Nur keine Panik, Kopfhörer. Wenn du das Gefühl hast, dich verlaufen zu haben, geh einfach immer stur geradeaus weiter. Naja, ich habe schon schlimmere Ideen gehört. Shiki und Rhyme? Also Eri und Rhyme, weil wir wissen ja, Shiki ist oder das soll Eri sein. Ja. Schaut mal. OMG, sind das nicht Shiki und Rhyme? Nein, das ist nicht Shiki. So sieht sie in Wirklichkeit nicht aus. Du meine Güte, Neko, was machst du hier? Shiki? Bist du es wirklich? Na klar bin ich das, warum fragst du überhaupt? Weil du aussiehst wie Eri. Haben sie dich gezwungen, dein Aussehen aufzugeben? Ja, das muss es wohl sein. Ich bewundere sie einfach total, weißt du? Aber das ist nicht der Grund, warum du so aussiehst. Nicht, weil du sie bewundert hast. Sondern? Weil du sie beneidet hast! Das hast du selbst gesagt! Wow, Neku, du hast echt ein gutes Gedächtnis! Oh ja, das habe ich ganz vergessen, ups! Konntest du das denn vergessen? Jedenfalls, wie läuft's bei euch? Es läuft. Schick! Oh, und übrigens, Rhyme und ich sind jetzt Partnerinnen. Hey Rhyme, schau mal, wer hier ist. Rhyme, ist bei dir alles in Ordnung? Keine Verletzungen? Nein, aber danke der Nachfrage, Beat. Ja, ist schon gut. Stimmt was nicht? Du siehst aus wie eine sterbende Ente beim Gewitter. Haben sie dir wieder die Erinnerung an mich weggenommen, yo? Aber sie hat doch gerade eben seinen Namen gesagt. Darum geht es nicht. Sie verhält sich ziemlich distanziert gegenüber ihrem Bruder. Oh, weiß sie nicht mehr, dass sie verwandt sind? Das ist aber traurig. Ich habe noch eine Idee, yo. Rhyme, das ist ein Traum, oder? Ja, natürlich. Ein Geldregen, du weißt schon. Yen, die vom Himmel fallen. Und? Ist das richtig? Keine Ahnung, das hat sie mir nie gesagt. Warum hast du dann gefragt? Weil ihr einfach was nicht stimmt, Mann. Ich spüre es. Sie hat immer gesagt, dass ich keine Träume hätte. Und selbst wenn... Der war's nicht, da bin ich sicher. Entspann dich. Ich will dich nur aufziehen, großer Bruder. Die Reaper haben bestimmt meinen Traum als Teilnahmegebühr genommen. Okay. Haben wir uns wieder, was uns gehört. Und dann werden wir gemeinsam lebendig. Komm, Shiki, wir haben eine Mission abzuschließen. Gut, dann mach raus aus Shibuya, bevor wir ausgelöscht werden. Na dann, viel Glück, Jungs. Bis später. Vielleicht vergesse ich ja was. Meinst du, sie haben wieder deine Erinnerungen gestohlen? Nö, diese Visionen sind anders. Nicht, was ich vergessen habe, sondern Sachen, die ich sowieso nie gewusst habe. Hilft aber nicht gerade, über verlorene Erinnerungen zu weinen, oder? Und wer weiß, vielleicht erinnerst du dich wieder an alles, sobald wir draußen sind. Das hoffe ich doch. So, jetzt haben wir zwei Wege. Und, aber den Weg. Und einmal den Weg. Wir gehen als erstes den Weg hier. Ihr wollt durch diese Mauer, dann besiegt diese Noise für mich. Ziel erfüllt. Mauer geöffnet. Das A-East.
Cardoy City. So, hier kommen wir nicht weiter. Geld, Money. Das AIs kommen wir auch nicht. Ich glaube, das ist auch der einzige Ort, wo man nicht hinkommt. Das Merkwürdige bei diesen normalen Noise, oder bei diesen Noise, die mit diesen komischen Liedern Noise auftauchen, gibt es auch Tabu-Noise. Hey! Ihr wollt durch diese Mauer? Dann bringt mir 3 Rubelit-Pins. Noise Nummer 97 hat die oft bei sich. Ziel erfüllt, Mauer geöffnet. What's up, man? You hear the calling. Open up your senses. Dogen. Focus. So, hier hat auch der Ramdon offen. Cosmic Corner hat hier auch offen. Und sogar der Shadow Ram. Taipling. Es brennt. Wow. Ach, und Pork City kommt man auch nicht hin. What now? So. Hey man. See you again. Jetzt sagt nicht, dass ihr beide Spieler seid. Anscheinend läuft das Spiel wieder. Und ich dachte schon, ich könnte endlich Urlaub machen. Also, das sind ja wohl Pinky und Lollipop. Ihr erinnert euch an uns, oder? Aber bitte, ich kann mich kaum erinnern, was ich zum Frühstück gegessen habe. Könnt ihr sie nicht einfach in Ruhe lassen? Ich habe gar keine Lust gerade. Entspann dich, die löschen wir im Handumdrehen aus. Außerdem ist das die ideale Gelegenheit für uns, ein paar Punkte einzufahren. Huch, seit wann ist er denn so motiviert? Ja. Thinkrave und Curse. Thinkrave heißt, wir haben... kriegen höheren Bonus auf unsere Synchro-Rate. Okay. Wow. Absolut null Karten. Sowas von Scheiße.
Wow, 3,7, das hier war richtig schlecht. Er hat trotzdem besiegt. So. Und damit haben wir quasi den ersten Tag abgeschlossen. Zumindest ist ja der Kapitelauswahl. Oh Mann, ich habe gegen einen Punk wie dich verloren. So komme ich nie zu meiner Beförderung. Dann freu dich mal. Beförderung heißt nur mehr Arbeit, also bäh. Hey Kopfhörer, liegt das an mir oder ist an den beiden was faul? Du hast recht, das ist fauler als Thunfisch-Sushi vom letzten Jahr. Wer sind die beiden und was haben sie mit Lollipop und Pinky gemacht? Also ich bin ziemlich sicher, dass sie schon immer so waren. Die rosa Tussi hasst ihren Job und der Lollipop-Junkie ist total scharf auf Arbeit. Moment, war das nicht immer umgekehrt? Was, echt jetzt? Vielleicht habe ich was verwechselt, weil wir sind jetzt nicht so dicke Freunde. Also, wenn wir fertig sind, wartet eine Schüssel Rahm auf mich. Tschüss. Moment, ich muss dich noch was fragen. Ah, dann aber schnell. Wer organisiert das Spiel der Reaper? Hm, wer weiß. Seid ihr das nicht? Ich meine, ihr zwei seid doch Reaper, oder? Keine Ahnung, Kleiner. Wer auch immer an der Spitze steht, lässt uns diesmal im Dunkeln. Aber hey, letzten Endes klärt sich das bestimmt alles auf. Ist also ein Geheimnis? Ha, zerbrich dir nur weiter den Kopf, dann kommst du vielleicht dahinter. Bis später, Kleiner. Na, das hat uns jetzt nicht weitergebracht. Wir wissen immer noch nichts über den Spielleiter oder den Komponisten. Azumenka ist hier der Chef. Bist du sicher, dass du nicht weißt, was hier passiert ist, nachdem wir weg waren, Öhrchen? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber... Aber? Ich habe Shibuya sofort verlassen, als ihr das Spiel gewonnen hattet. Was sagst du da? Yep, ich weiß also überhaupt nichts, lol. Willst du uns verarschen, oder was? Es gibt nur einen Menschen, der definitiv Bescheid weiß, was hier los ist. Joshua.